Hallo und herzlich willkommen bei meinem kleinen Video, wie man den österreichischen grünen Pass richtig kontrolliert. Tatsächlich ist es ja so, dass in vielen Restaurants etc. der grüne Pass nicht richtig kontrolliert wird. Das heißt, es wird eigentlich Tür und Tor geöffnet dafür, dass Menschen den grünen Pass von jemand anderem vorlegen oder komplett gefälschte grüne Pässe vorlegen etc. Also wie geht das einfach korrekt? Als erstes brauchen wir das Programm, die App Green Check, die gibt es kostenlos im App Store. Und dann, wenn die Green Check haben wir jetzt hier schon drauf auf meinem Handy. Ich klicke jetzt das mal an. Was wir hier jetzt haben, ist 3G, 2,5G, 2G und so weiter. Da wählen wir das aus, was der Regel entspricht für das Restaurant, für den Friseur etc. Im Moment schaut so aus in Österreich, dass in diesen Einrichtungen 2G gilt. Das heißt, wir klicken jetzt auf 2G. Und was dann passiert, ist, dass sich die Kamera einschaltet. Ja, hallo. Gegebenenfalls beim ersten Mal muss man die Kamera auch noch freigeben, ja, dass die App die Kamera verwenden darf. So, und was wir jetzt machen, ist, dass wir mit der Kamera einfach über den QR-Code drüber fahren. Das mache ich jetzt mal. So, und jetzt zeigt er an, Prüfung gültig, das heißt grün. Es ist also die Bedienung 2G erfüllt, das ist schon mal gut. Dann sehen wir den Namen dieser Person und das Geburtsdatum. So, was muss man jetzt noch machen? Man muss natürlich einen Ausweis kontrollieren, weil ansonsten könnte einem die Person ja den grünen Pass von irgendjemandem gleichen Geschlechts und ungefähr gleichen Alters vorlegen. Daher also jetzt noch den Ausweis kontrollieren, ob der Name und das Geburtsdatum übereinstimmen. Und dann ist eine sichere Kontrolle abgeschlossen. Dankeschön.